Hallo liebe Swiss League-Fans, ich bin Silvio Schmutz, Verteidiger vom HC Thurgau. Herzlich willkommen hier bei uns in Weinfelden. Ja, ich glaube, für mich ist Weinfelden speziell, weil man immer noch so ein bisschen den Dorfcharakter spürt. Obwohl Weinfelden eigentlich seit mehreren Jahren Stadt ist. Es gibt immer noch so ein bisschen das Dorfleben. Man kennt sich und die Leute sind bodenständig. Und ich glaube, das macht Weinfelden aus und das macht Weinfelden auch sehr sympathisch in meinen Augen. Ja, die Altstadt ist sicher etwas, was wir mal gesehen haben mit der reformierten Kirche, dem Rathaus und den vielen schönen Riegelhäusern, die es überall hat. Und natürlich hier mit dem Hafterpark, der ein sehr idyllischer Ort ist, wo man einen schönen Blick hat auf die Stadt und bei schönem Wetter auch auf den Sentis und auf die Kurfürsten. Bei uns Spielern vom HC Thurgau ist die Madeurin sehr beliebt. Viele von uns kommen hier essen vor dem Auswärtsspiel und auch vor dem Heimspiel. Und, es gibt sehr feine Pasta und super Suppen. Und ja, darum habe ich euch hier mitgenommen. Ja, es gibt recht viele Spieler von uns, die in Weinfelden wohnen oder gerade in der Umgebung. Und dann ja, bietet es sich natürlich an, dass man mal hier geht, essen und hier am Stadtleben teilnimmt. Und ja, ich glaube, das ist auch etwas Wichtiges. Das verbindet uns mit dem Club und das verbindet die Stadt mit uns und ist etwas sehr Schönes. Ja, ich gehe im Sommer ganz gerne biken mit meinen Brüdern und mit meinen Kollegen. Und, ja, es treibt uns eigentlich immer da auf in Ottenberg. Es hat sehr viele schöne Strösschen und Strecken und Singletrails, die man fahren kann. Und auch noch ein, zwei gute Reste hier oben, die man einkehren kann. Und, ja, ich verbringe im Sommer viel Zeit hier oben und darum habe ich diesen Platz ausgewählt. Ich glaube, der HC Thurgau hat eine sehr grosse Bedeutung, auch wenn wir beim Zuschauerschnitt sicher noch ein bisschen Potenzial gegenüber haben. Aber ich glaube, wir haben letztes Jahr in den Playoffs gesehen, was in dieser Region möglich ist, was man mit Eishockey erreichen kann. Und ich glaube, jetzt liegt es an uns, in dieser Saison auf dem aufzubauen und wieder Hockey-Euphorie auszulösen.